Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich sitze gerade im Auto. Ich will gerade los. Bevor es dann ganz dunkel ist, wollte ich dann noch schnell was filmen und euch begrüßen. Ja, wir fahren jetzt zu einem Bekannten. Der hatte mich angerufen, ich solle mir doch mal was anschauen. Was jetzt genau ist, weiß ich noch gar nicht. Wir werden es dann aber gleich sehen. Ungefähr eine halbe Stunde muss ich fahren und dann sehen wir mal. So, angekommen. Zappenduster. Hier ist kein Mensch. Oh, shit. Hoffentlich bin ich überhaupt richtig. Ja, ich guck mal, ob ich jemanden finde. Oh, es ist dunkel. So, auf dem Hof ist doch jemand. Die Tür wurde geöffnet. Und hier in der Scheune steht dann das Objekt. Moment, ich mache mal Licht, damit man ein bisschen was sieht. Ein John Deere Lanz 300. Steht hier schon seit über 20 Jahren. So sagte mir der Besitzer. Und ja, ist natürlich, wie das so ist mit so Schleppern, einiges zu machen. Möglicherweise sitzt auch hier der Motor fest. Ja, sehr schön. Spezielle Öl-Auffangwanne. Ist soweit noch alles komplett Licht, Rückstrahler, ist schon irre. Laufleistung. Kann man jetzt sehen. So, nein, auch nicht. Wie sieht man das denn? 6316. Vorausgesetzt, das Ding tut es noch. Hat also kein Frostschaden, hat seit weit über 20 Jahren, eventuell seit 30 Jahren steht er hier, weil wahrscheinlich der lief dann nicht mehr, tat es nicht mehr und seitdem steht er hier. Und ich habe versucht den Motor zu drehen, das ging jetzt nicht. Aber da kann man auch sehr schlecht dran. Ja, natürlich alles verölt hier. Ja. Das Schätzchen kommt jetzt mit zu mir. So, noch ein Nachtrag zum Scheunenfund. Nachdem wir dann den Trecker besichtigt haben und dann haben wir anschließend noch ein bisschen gequatscht, wie das da so mit dem Hof lief, wie lange der Schlepper da auf dem Hof lief und so. Und dabei kam raus, dass die auch noch einen Anhänger haben, den die auch gerne abgeben möchten. Und ja, den habe ich mir dann auch angeschaut und wir werden heute Morgen dahin fahren und alles abholen. Also ich kriege es nicht alleine geschafft, also mein Bruder fährt mit Zugwagen und Anhänger und ich werde mit dem Trecker dahin fahren und dann werden wir das Ganze mal gucken, ob wir das nach Hause kriegen. So, jetzt geht's los. Ich starte natürlich ein bisschen früher als mein Bruder, weil ich fahre hier mit dem Trecker und es dauert halt was länger. An dem Frontlader habe ich eine Schippe dran gemacht.
weil um den Anhänger zu bergen, müssen wir erstmal einen Haufen Sand wegräumen, weil da ist mal Sand vollgekippt worden. Und wie gesagt, um den zu bergen, müssen wir erstmal Platz schaffen, damit wir den da rauskriegen. Ja, und wie ihr seht, bin ich mit der Schippe noch nicht weitergekommen. Habe ich noch keine Zeit zu lernen. Aber das wird passieren. So, angekommen. Jetzt sehen wir den Hof mal bei Licht. Da in der Halle, also hier steht der Trecker und weiter durch nach hinten steht dann der Anhänger. Ja, ich warte jetzt auf meinen Bruder, dass er mit seinem Gespann kommt und dann werden wir mal schauen, dass wir das aufladen können. So, erster Teil ist erledigt. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier den Sandhaufen wegbekommen, damit wir an diesen Anhänger kommen hier. Schlechtes Licht im Moment. Da hier mal hinten rum. So, bis hinten rum.
Ja, in der Scheune stand da auch noch ein alter Grubber. Den haben wir dann auch gleich aufgeladen. Komm runter! Jo! Schmeiß in die Scheiße! So, sehr schönes Gespann. Wir müssen hier wohl noch ein bisschen Luft pumpen. Ist was platt. So möchte ich damit nicht fahren. So, wieder zu Hause angekommen, habe ich den Hänger jetzt hier erstmal untergestellt. Ja, der passt nicht ganz da rein, aber was will man machen? Muss man halt so weit reinschieben, wie es eben passt. Ja, und der Trecker, der soll dann hier rein erstmal. Ja, das machen wir jetzt. Jo, wir schieben den hier mit dem LKW rückwärts hier rein. Hatte erst überlegt, vorwärts reinzufahren, den dann rückwärts da vor den Schuppen zu setzen. Aber da zieht er nicht hier auf das nasse Gas, das Gefrorene. Das müssen wir anders machen. Wir werden ihn jetzt runterrollen lassen und dann mit dem Trecker reinschieben. Schneide.
So, den Trecker und den Hänger habe ich jetzt erstmal hier untergestellt, bevor wir uns damit näher befassen. Da werden noch einige Wochen ins Land gehen, da habe ich im Moment keine Zeit für. Ja, dann werde ich auch die Fahrzeuge dann auch noch mal genauer vorstellen. Ja, im Video habt ihr gesehen, wir haben dann auch noch einen Grubber eingeladen, aufgeladen. Ja, hier. Der stand auch noch in der Scheune.
und da stehen auch noch einige andere Sachen, die auch sehr interessant sind. Und wir sind da wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen. Vielen Dank erstmal an Tabea und Hanno, die uns erlaubt haben, da auf dem Hof ein bisschen zu filmen. Und die haben auch die Abfahrt vom Hof gefilmt und mir zugesandt. Da mal vielen Dank für. Und natürlich auch mal meinem Bruder, der da tatkräftig mit unterstützt hat und Fahrzeuge gestellt hat. Erstmal vielen Dank dafür. Ja, das soll es dann auch wieder gewesen sein für dieses Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es war interessant für euch. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.